Mit Fackeln und Bannern ziehen die Beschäftigten von Benteler Steel in der Nacht von Montag auf Dienstag vor das Werkstor. Symbolisch wird das Ende der Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie eingeläutet. Damit beginnt die heiße Phase der Tarifrunde, die in den kommenden Wochen die Branche beschäftigen wird. Auch bei Siemens Energy in Duisburg versammeln sich kurz darauf die Mitarbeiter. Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde 7% mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 12 Monaten, deutlich mehr als die aktuelle Inflationsrate von 1,6%. Das liegt zum großen Teil an den 4% Wertschöpfungskomponente. 4% Wertschätzungskomponente deshalb, weil die Umsatzrendite, also das quasi, was verdient wird in der Branche der Metall- und Elektroindustrie, immer noch exorbitant hoch ist. Also jetzt nicht super toll, so, aber die Metall-Elektroindustrie hat als Branche Geld verdient im vergangenen Jahr und auch in dem jetzigen Kalenderjahr und auch im Ausblick für 2025. Und da eine absolute Krisensituation herbeizureden, ist ein bisschen unlauter und passt nicht für uns als IG Metall in die Welt. In dieser Tarifrunde wird besonders auf die Entlohnung der Auszubildenden geachtet. Die IG Metall fordert eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 170 Euro monatlich, um den steigenden Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken. In der Metall- und Elektroindustrie verdienten Auszubildende im Vergleich zu anderen Branchen weniger. Dies sei, so die Gewerkschaft, auch angesichts des Fachkräftemangels problematisch. Gabriel Kroll, Auszubildender in der Maschinen- und Antriebstechnik und stellvertretender Vorsitzender der Jugendauszubildendenvertretung, betont, wie stark die gestiegenen Kosten die jungen Beschäftigten belasten. Für ihn und seine Kollegen bleibt oft am Ende des Geldes noch viel Monat übrig. Ja, natürlich. Also gegen Ende des Monats wird man natürlich ein bisschen angespannter, weil dann wird das Geld immer knapper und dann hört man auch relativ oft, dass das Konto ins Minus geht. Und sowas wollen wir natürlich in Zukunft vermeiden. Deswegen fordern wir die 170 Euro. Der Arbeitgeber, die einzige Art und Weise, wie er einen wertschätzen kann, ist natürlich mit einer guten Bezahlung. Und wenn diese halt ausbleibt oder sich komplett quergestellt wird, dann ist das natürlich auch so ein bisschen Schütteln vom Kopf mit dem Arbeitgeber. Und das finde ich halt auch persönlich nicht so toll. Das Angebot der Arbeitgeberseite fällt deutlich niedriger aus. 1,7% ab Juli 2025 und 1,9% ab Juli 2026 bei einer Laufzeit von insgesamt 27 Monaten. Diese Zahlen stoßen bei der Arbeitnehmerseite auf Ablehnung, denn die Forderungen und das Angebot liegen weit auseinander. Die Verhandlungen werden daher aller Voraussicht nach hart geführt werden müssen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium erwartet in der zweiten Jahreshälfte weiterhin eine konjunkturelle Schwächephase, was die Ausgangslage erschwert. Dennoch betont die IG Metall, dass Lohnerhöhungen die Kaufkraft und Nachfrage stärken würden und dies für die wirtschaftliche Erholung entscheidend sei. Drei, und das kommt ja noch hinzu, der private Konsum. Das ist das, worauf wir als IG Metall setzen und auch stützen, anhand unserer wirtschaftlichen Berater, die ganz klar sagen, wenn wir den privaten Konsum jetzt abwürgen und wenn wir jetzt nicht hinkriegen, die Entgelte der Beschäftigten zu erhöhen, werden die Beschäftigten kein Geld ausgeben können. Also Maschinen kaufen halt nun mal keine Maschinen. Ja, so, und das Problem wird sein, wenn wir da nicht anpacken und den Hebel nicht gedreht bekommen, dann wird der private Konsum komplett zum Liegen kommen und das wollen wir nicht. Bis zu einer Einigung werden wohl noch einige schwierige Verhandlungen notwendig sein. Dass es überhaupt zu Gesprächen kommt, dürfte jedoch als ein gutes Zeichen gewertet werden. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern in Nordrhein-Westfalen ist für den 31. Oktober angesetzt. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, haben die Arbeitnehmer bereits mit dem Ende der Friedenspflicht signalisiert, dass sie bereit sind, den Arbeitskampf zu führen. Streiks und weitere Protestaktionen könnten dann folgen, um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen.